Und welche Zutat darf natürlich nicht fehlen? Käse. Den habe ich gerade frisch gerieben. Zieht euch das rein. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es einen Mukbang. Ich komme gerade aus dem Gym, habe ultra Hunger. Holt euch auch was zu essen. Pausiert kurz das Video, holt euch was zu essen. Wir bereiten jetzt gemeinsam kurz was zu und dann essen wir gemeinsam. Mukbang ist ein richtig geiles Videoformat, bei dem man einfach isst. Das macht man sich dann auch selber beim Essen an. Ich selber gucke sehr gerne Mukbangs beim Essen, dann isst wer anders. Manchmal redet man über ein Thema, manchmal isst derjenige auch einfach nur und redet kurz ein bisschen übers Essen. Ich glaube, bei mir wird es heute auch viel ums Essen gehen. Ich werde heute mir Buldak-Ramen machen und ich werde diese Carbonara-Style, diese pinken, werde ich mit einer Packung von den Kimchi hier mischen. Machen wir mal auf. Also ich werde sozusagen mir die beiden machen und dann gibt es noch, das essen die in Korea ganz oft so, hier Tteokbokki heißt das, glaube ich, genau, Tteokbokki. Das ist so Rice Cake, also Reiskuchen nennt man das. Die mache ich mir auch noch mit rein. Ich habe das noch nie so gegessen und habe auch noch nie die beiden Sorten hier vermischt und ich habe übertrieben Bock. Ja, und ich bereite das jetzt kurz zu, das wird nicht lange dauern und dann geht's direkt los. Ja, da kommen die schon raus. So, jetzt blubbert's. Und die mache ich auch direkt rein, diese Rice Cakes. Das muss jetzt erstmal vor sich hin köcheln, bis es alles schön weich ist. So, jetzt gieße ich das Wasser weg und jetzt kommen die restlichen Zutaten rein. Dafür braucht man immer eine Schere. Hier schön die Kimchi Sauce, die auch richtig schön Schärfe reingibt. Dann haben wir hier die Carbonara Sauce, die übrigens kleiner geworden ist. Die hat nur noch die Hälfte der Größe. Die war früher nämlich auch genauso groß wie die. Ist jetzt aber kleiner. Haben sie irgendwie die Schärfe rausgenommen, weil ich glaube, viele sich beschwert haben, gerade im westlichen Raum, dass es zu scharf ist. Dann kommt natürlich das Carbonara-Pulver dazu. Und hier haben wir noch Kimchi Flakes, aber die mache ich am Ende oben drauf. Kommt aber noch auf jeden Fall Sahne mit rein. Sahne darf nicht fehlen. Das macht das Ganze noch mal geiler. Und jetzt wird das Ganze schön verrührt. Ich habe einmal bis jetzt diese Reisdinger gegessen, aber noch nie so mit diesen Rahmen vermixt und so. Boah, bin ich so gespannt drauf jetzt gleich. Und welche Zutat darf natürlich nicht fehlen? Käse, den habe ich gerade frisch gerieben. Wichtig ist, dass ihr den frisch reibt, weil dieser schon geriebene, da werden Sachen mit untergemischt, damit der Käse nicht klebt, die den Geschmack schlechter machen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, reibt den Käse immer frisch oder legt Scheiben rein. Das heben wir auf zum Topping. Was ist das bitte für eine geile Masse, Alter? Boah. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Alter, ich habe so Hunger. Ich habe so krank Hunger. Und das sieht so geil aus. Am liebsten würde ich direkt mit diesen Dingern hier anfangen. Okay, aber ich würde sagen, erstmal einfach so ein schönes, großes, guten Appetit. Das ist ja eine Killerkombi. Aber das schmeckt unnormal geil. Boah. Und jetzt probiere ich direkt hier so ein Rice Cake. Alter, die passen ja wie die Faust aufs Auge dazu. Ja, bei dem Setup hier, es wird sich nochmal was ändern im Laufe. Wenn ich wieder Mukbangs mache, das wird nochmal geiler. So ist es ja auch erstmal in Ordnung. Ihr habt halt diesen geilen käsigen Geschmack. Die Sahne da drinne gibt dem Ganzen natürlich ordentlich Fett, was auch ein bisschen die Schärfe wegnimmt, muss man sagen. Alter, und diese Teile, diese Rice Cakes, die haben so eine richtig geile Konsistenz. Man isst die irgendwie so und die haben diesen ganzen Geschmack aufgenommen von der Soße. Ich zeige euch das mal hier in diese Main-Kamera. Boah, jetzt seht ihr es da. Das hat richtig die komplette Soße aufgenommen. Und durch diese Konsistenz, das schmeckt so geil. Wir nehmen jetzt mal so eine ultimative Gabel mit Rice Cake und Nudeln. Boah. Alter, und ohne Witz, diese zwei Rahmen zu kombinieren, lohnt sich so krass. Das schmeckt so lecker.
Okay, man muss dazu sagen, ich komme aus dem Gym. Ich habe heute das letzte Mal um 14 Uhr gegessen. Also ich bin absolut am Aushungern. Aber trotzdem, es ist gerade wirklich, es ist der siebte Himmel. Ich muss mal schauen, ob das hier geil aussieht. Auf der anderen Kamera. Boah, ja doch. Ja, und Mukbang ist quasi ein Format aus Südkorea. Da hatte das einen krassen Hype vor ein paar Jahren schon. Danach hat sich es auch auf die Welt ausgebreitet. Ich habe auch schon Mukbangs gemacht. Aber das ist ein Format, bei dem einfach der YouTuber oder Creator eben vor der Kamera ist. Einfach nur. Meistens sind das auch solche, ja, Nudelgerichte, Mukbang halt, ne? Das ist ja hier auch alles südkoreanisch, was ich gekocht habe. Also diese Rice Cakes sind von einer südkoreanischen Firma. Bulldog sowieso. Gut, die Sahne jetzt natürlich nicht, aber ja. Es schmeckt so geil. Es ist so Feierabend. Boah, mit diesen Rice Cakes, Alter, mit diesem Tteokbokki. Das schmeckt so lecker. Ich liebe die Konsistenz von den Teilen. Ich habe die auch schon auf TikTok probiert, diese Tteokbokki. Und da haben mir Leute in die Kommentare geschrieben, ah, ich finde die voll unnötig, schmecken nach nix und so. Einzeln schmecken die nach nix, aber in sowas, die sind für sowas gemacht. Für sowas sind die perfekt, wenn du so irgendein Gericht hast mit Nudeln oder auch mit Soße, einfach mit viel Soße und zum Beispiel mit Veggies, also mit Gemüse. Boah, mir fällt einfach das Wort Gemüse nicht ein. Dafür sind die gemacht. Die sind einfach dafür da, deinen Geschmack mit geiler Konsistenz zu verbinden. Mmh. Ihr könnt eigentlich den Geschmack haben, den ihr wollt. So durch, stellt halt eine Soße oder hier durch eben das, was ich jetzt hier gemacht habe. Und verleiht dem Ganzen so eine richtig geile Konsistenz, die es sonst nicht hätte. Unfassbar gut. Ich schreibe euch mal, ich wiege gleich mal nochmal alles ab und schreibe euch jetzt mal hier hin, wie viel Kalorien diese ganze Pfanne hier hat. Mir fällt gerade auch auf, voll praktisch, so die Pfanne ist dreckig, aber das war's, nur die Pfanne ist dreckig. Alles andere ist sauber geblieben. Mm. Boah. Ich habe heute eigentlich kein besonderes Thema mitgebracht, aber worüber ich mal so mit meinem engen Kern reden wollte, weil ich habe gesehen, es gibt ein paar aktive Leute unter euch. Vielen herzlichen Dank für all eure Kommentare. Und gesehen, manche kommentieren unter jedem Video, ich feiere das. Vielen, vielen, vielen Dank. Das gibt mir wirklich richtig viel Kraft auch. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auch am Rumprobieren, welchen Content mache ich. Essen wird auf jeden Fall immer ein Thema von meinen Videos sein. Reisevlogs auch. Da muss ich natürlich erstmal schauen. Gerade ist es schwierig, ständig unterwegs zu sein und Reisevlogs zu machen. Und jetzt bin ich gerade am Schauen. Ihr merkt es, glaube ich, selber. Ich teste mich mal aus. Ich habe letzte Woche so ein Video gemacht. 7 Tage, 7 Bücher. War ein ganz anderer Content. Aber eure Kommentare finde ich immer richtig geil so. Deswegen schreibt mir auch gerne hier eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Mukbang? Was haltet ihr von dem Setup? Soll ich vielleicht die Kamera irgendwie anders? Also die, ich glaube die Kamera fürs Essen, die muss ich nochmal irgendwie anders hinstellen. Oder vielleicht geht's auch. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch ehrlich gesagt selber nicht sagen. Nur ich finde halt, wenn ich das jetzt hier so rausnehme und dann hier oben halte, seht ihr, dann ist es draußen. Das muss hier so schön. Mmh. Aber Leute, esst sowas nicht oft. Das ist wirklich absolut ungesund. So viel Fett, Alter. Und auch diese Instant-Ramen, die sind nicht die gesündesten. Da sind auch viele ungesunde Sachen drin. Aber mit Maß und Genuss geht alles. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Kimchi-Flakes, die machen wir jetzt noch drauf. So. Ja, man hätte die eigentlich noch ganz kurz vorher mit. Aber naja, hier sind jetzt ein bisschen Kimchi drauf. Ich hätte sogar Kimchi im Kühlschrank. Ich habe mir neulich Kimchi gekocht. Das kommt vielleicht auch bald irgendwann ein Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf so ein Kimchi-Rezeptvideo. Das ist ja eingelegter Chinakohl auf südkoreanische Art. Okay, die Flakes muss man doch mitkochen, weil das passt gerade nicht so. Die Bulldog-Kimchi-Soße, die ich vorhin auch mit reingemacht habe, also die bei den Kimchi-Bulldog dabei war, die gibt auch so eine richtig geile Säure mit rein. Also das war definitiv nicht das letzte Mal, dass ich die beiden Ramen gemixt habe. Es ist wirklich krank. Es schmeckt so lecker. Und falls ihr das nachmachen solltet, erstmal geschockt seid, es ist zu scharf und so, man gewöhnt sich daran mit der Zeit. Bei mir hat es auch gedauert. Jetzt gerade, ich sag ehrlich, wie als ob ich normale Nudeln esse. Aber ich habe halt auch viel Käse und Sahne reingemacht. Das nimmt natürlich die Schärfe raus. Aber die jetzt gerade mit dem Käse und der Soße, als ob ich normale Nudeln esse. Nichts. Ich merke keine Schärfe. Okay, die ersten beiden Bisse waren scharf, aber jetzt keine Schärfe mehr. Könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt gerade esst. Ich muss auch einfach sagen, Bulldog, einer der wenigen Essen, die es hinkriegen, dass scharfes Essen einfach lecker schmeckt. Boah.
Ey, ich bin echt gespannt, wie viel Kalorien das hat, weil jetzt gerade weiß ich es ja noch nicht. Also jetzt bin ich wirklich zugefressen. Ich schwöre, das kleine Stück, das hebe ich mir für später auf. Weil ich muss heute eh noch viel schneiden. Und dann esse ich das kurz vorm Schlafengehen. Ich feiere das immer so kurz vorm Schlafengehen nochmal als Snack. Weil ich schwöre es euch, mein Magen platzt so vor Fettgefühl. Es ist zu viel. Boah, es war so lecker. Ja, bei diesem Mukbang heute ging es eigentlich nur darum, wie geil das Essen ist und was ich halt gemacht habe. Ich hatte jetzt kein besonderes Thema, aber in zukünftigen Videos, falls das wieder kommt, werde ich auch mal ein geiles Thema raussuchen und dann essen wir wieder gemeinsam und reden über ein geiles Thema. Also so mäßig so ein bisschen so Podcast-Format. Aber ich habe da richtig Bock drauf, da auch richtig hochwertige Videos in die Richtung zu machen. Also wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis hier gerade dabei wart. Hier kommt ihr jetzt noch zu einer Playlist, wo ich in Japan war und hier unten zu einem alten Mukbang von mir. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.